Los, fahr runter. Tschüssi. Oder wie die andere sagen kriegt, Tauta. Hey, das ist Zeug. Hier kann ich lang. Und habe ein paar Hacks gefunden. Wie viele Hacks habe ich denn jetzt eigentlich? 34.930. Und links neben meiner Lebens- und Energieanzeige sieht man die Hacks. Wie viel man hat. Also wie viel Geld man hat. Sie haben 34.950 Geld. Die beste Einheit, die es gibt, Geld. Absolut unvorurteilsmäßig und unverbindlich. Wenn man das Geld in einem Spiel einfach Geld nennt. Das klappt immer und ist unmissverständlich. Bonus. Ja, ich hab ein Schwert. Oh Mann. Situation, Oscar, Mama, God! Oh, okay. Und ich sehe es schon in den Kommentaren, wenn sich vielleicht ein paar mehr Leute dieses Video angucken oder diese Videos. Und ja. Und da vielleicht einer bei ist, der das Spiel wirklich in- und auswendig kennt, jedes Geheimnis. Da kommen dann da meterlange Texte. Du hast da was vergessen und da was vergessen und da was vergessen und da war auch noch was und nichts vergessen da. Und wenn du da nach links gegangen wärst und dann rechts, dann hättest du den Schatz gefunden und ja. Wie gesagt, ich spiele dieses Spiel teilweise blind. Ich habe es zwar schon relativ weit gespielt, aber auch noch nicht. Aber jedes Level bisher auch nur einmal viel mehr. Und daher weiß ich nicht, wo welche Geheimnisse dort alles sind. Und deswegen sei mir verziehen. Ich werde auch nicht wieder in die Levels reingehen, sofern ich nicht etwas Entscheidendes vergessen habe, falls es das überhaupt nicht hier gibt. Weil ich glaube, das Einzige, wofür Extras gut sind, ist entweder Geld oder um neue Anzüge zu bekommen. Diese Anzüge sind allerdings auch nicht entscheidend. Das sind einfach nur kleine Extras, die gut aussehen sollen. Richtig, für mich gefangen, diese Schweine. Denn werden schon sehen, was sie davon haben. Wie gesagt, hättet ihr mich einfach durchgelassen, wäre es euch wesentlich besser ergangen. Ich hasse wieder eine Stampfe. Ich hasse Stampfen. Na, durch da. Durch da. Nein, darf ich jetzt noch nicht rein. So. Perfekt. Mensch, geh doch in die Lücke da rein. Den Schalter da aktivieren. Und das Blasinstrument ist aus. Das tut weh, Mensch. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, Dingeskirchen, dass man keine Frauen und keine Katzen schlägt? Das ist also ein doppeltes Verbrechen, du Schwein, du. Obwohl, eigentlich heißt es ja Gleichberechtigung, ne?
also darf man auch Frauen schlagen. Und noch dazu muss man wissen, Gleichberechtigung gibt es nur für Frauen. Also, naja. Eigentlich müsste es daher ja legal sein, Frauen zu schlagen. Aber ich bin in diesem Fall eine Frau, oder spiele eine Frau, also ist es für mich vorteilhaft, wenn man Frauen nicht schlagen darf. Also, Frauen darf man nicht schlagen. So. Oh nein, das tut weh. Das finde ich nicht toll, dass es weh tut. Los, ich bin da. Na du? Soll ich denn jetzt näher kommen? Nein, in den Teleporter. Mal sehen. Okay, das geht hoch, das geht runter. Ja. Scheiße. Aber anscheinend ist es trotzdem nicht schlecht, dass es hochgeht. So. Und durch da. Checkpoint. Zeig du, du Stampfen. Nein, geh weg. So. Jetzt hoch hier. Auf hier. Rüber hier. Und noch mehr Geld einsammeln. Geldgierige Kaninchen Katze. So. Sweet. Oh, sweet, ne? Miau. Okay. Oh. Obwohl, nee, das war gar nicht mal so schlecht. Nein. Wo macht das denn dem? Hey. Oh. Mann. Nur weil die nicht darauf steigen wollte, auch die Slots. Ich meine, er sieht zwar nicht so besonders erotisch aus, also kann ich so ein bisschen verstehen, wenn sie nicht besteigen will, aber... Ah, ist halt so, ich hoffe mal, mein Schutzschild reicht aus, um den Energiestrahl abzuhalten. Nein. Aber ich hab's überlebt, immerhin. So, jetzt geht er ran. Perfekt. Endlich. Da. Jetzt auf die andere Seite. Vielleicht mit. So, das geht auch. So wie ich das sehe, komme ich da oben nicht durch. Aber der Pfeil zeigt eh woanders hin. Ja, Pfeile sind unmissverständliche Botschaften. Also gehe ich hier lang. Den Checkpoint erreicht. Ich war doch dran. So. Oh. Deine Ansammlung hier. Alles für eine Party. Entschuldigung. Richtiger Stimmungskiller ist so ein Schwert. Na, heißt die auch Stimmung? Schalter aktiviert, der bewirkt, dass dort etwas ausgeht. Das ist doch mal gut, glaube ich. Meine ich, denke ich, hoffe. Okay. Also, ich denke mal, dass das nicht so schlecht war. Hier bin ich nirgendwo lang. Nein. Ich wollte eigentlich gerne eine Ecke lang kratzen. Los. Ich meine, sofern man es kann, kann man es ja auch mal machen, ne? Dann hier, hoch hier, wieder da und ins. Und die ganzen Füße durcheinander. Ich gesagt habe.
Okay. Nein, du sollst darüber. Nein, du sollst da. Ja. Oh mein Gott. So. Okay. Nimm mal weg. Ah, da oben ist er ja. So, Blondie, jetzt aber. Jetzt wird abgerechnet. Too slow, Sunshine. Give it up, Ballard. You're playing in the wrong end of the pool. What, the toddler's waiting pool? Very droll, Ballard. Ta-ta. Ta-ta. Toll, du hast ein Raumschiff. Ich hatte auch mal eins. You are so going to regret this. Und wieder ein Fahrstuhl. Zur Sicherheit. Ah ne, lade. Das bedeutet, wir haben Kapitel 1 abgeschlossen. Ja. Wir sind nun in der Innenstadt von dem Planeten, dessen Namen mir jetzt momentan nicht bekannt ist. Also, weiter geht's. So sehen übrigens hier die typischen Einwohner aus diesem Planeten. Wer bist du denn? Hello! You want to buy some things? I sell you lots. Oh, top good merchandise. No, thanks. Not right now. I'm looking for... Yes, yes, you looking for... Yes! Hundertan only sell top good quality. No. I'm after... This you after? Mint in box? No, no, no! Oh, deck. Hey, it's not even in a box. I'm looking for a breaker. Hold the tank up, none in stock. You put in order and I get one in 2, maybe 3 weeks, okay? Sure, that sounds perfect. But no, I really need one right now, so sorry, I'm gonna have to look somewhere else. Fine, fine, you go. Hold the tank, very hungry now. Eat his lunch. Wow! Stupid skiff, take lunch again third day! Special order import, too! Pinky, help Hundertan get lunch back? I give the perfect goods for you, okay? Deal. Der Typ heißt also 100 Tonne. So sieht er auch aus. Wir müssen 100 Tonne ihm hier jetzt sein Essen wiedergeben. Und wir können nochmal mit ihm reden. Machen wir es doch mal. Hey, about that Why Girlie still here? Get 100 Tonne lunch back from Stupid Skiff! Go, go! Ja, ja. Ist ja schon gut. Weiter geht's. Ein Checkpoint. Und wir müssen jetzt diesen Skiff, dem Ding hier oben, hinterherjagen. Weil es 100 Tonnen Essen hat. Jetzt machen wir allerlei Sachen hier kaputt. Warum auch nicht? Oh. Oh. Warum fliegst du weg, du? Hey there, little buddy. Don't be scared. I don't want to hurt you. Stay. I just want to get those sausages. You've eaten them already, haven't you? Hey, what are you doing back here? Me? Oh, I was just taking my little friend here for a walk. Didn't your mother teach you not to play with vermin? Nope. I guess if she did, you might have some teeth left. Anscheinend. Aw, thanks. Come on, little buddy. Let's jet. Und wir haben einen neuen Freund.